Einen wunderschönen zur 70. Folge Clicker Heroes. Ja, Folge 70. Celebrate Time. Come on. Okay, gut jetzt. Wir haben tun sein, ja. Ascension, wieder auf Level 1270. Und schon wieder mit Oceaniat Navniat. Und ja, genau. Was hat sich getan? Ich habe ja eine Ascension gemacht. Wir hatten ja am Ende der letzten Aufnahme eine Ascension angefangen. Die habe ich abgeschlossen und habe nochmal eine angefangen. Das ist also schon wieder die nächste Ascension jetzt. Genau. Bin also wieder soweit. Ja, und die letzte Ascension, die wir in der letzten Aufnahme angefangen hatten, oder ich kurz danach, keine Ahnung mehr, glaube hatten wir die letzte Folge angefangen. Die habe ich genauso abgeschlossen, also so ziemlich genau so, dass die Hero Souls, die wir bekommen haben, genau dafür ausgereicht haben, um die letzte Ascension Soul zu bekommen. Das heißt also, ja, wir hatten quasi für die nächste Ascension Soul dann quasi nichts mehr über, müssen die jetzt noch komplett noch machen. Wir müssen quasi nur noch eine einzige Ascension Soul machen, weil wir haben schon 18 und ja, wollen ja nur 19. So, das heißt, den Preis, den ihr gleich sehen werdet, ist tatsächlich der gesamte Preis, den man für die Ascension Soul braucht. Und meine Vermutung mit den 200.000, naja, war ein bisschen daneben gegriffen. Wir brauchen fucking 360.000 Hero Souls. Danke dafür. Das heißt, wir werden auch mindestens die Ascension und noch eine brauchen. Ja. Heißt also, ich weiß nicht, ich meine, die Ascension kriege ich ja jetzt noch fertig heute. Ich weiß aber nicht, ob ich so schnell so weit komme, dass ich, weil ich versuche, die jetzt bis 200.000 zu drücken. Und ich weiß nicht, ob das, ob ich das heute so zeitig schaffe, dass es sich dann noch lohnt, die nächste Ascension gleich mit anzufangen. Oder ob wir die dann lieber morgens früh anfangen. Je nachdem ist nämlich die Frage, ob wir den morgens früh transzenden oder erst morgen Mittag. Ja. Das dazu. Ansonsten, was hat sich noch so getan? Ja, nicht allzu viel, ne? Gut, hier haben wir ein bisschen was. Hier können wir theoretisch gucken, ob wir hier was machen, weil wir haben mittlerweile 230.000 Hero Souls. Ich weiß halt nur nicht mal, was hier noch was bringt, weil ich meine, ganz ehrlich, allzu viel bringt die Sache hier nichts mehr. Weil das wäre alles halt gerade mal eine Anhebung um ein Drittel. Ich meine, wenn ich alles jeweils um 100 Level erhöhen könnte, also die, die jetzt schon Level 300 sind, die alle um auf Level 400 heben, das könnte zwar insgesamt denn passen, aber da bräuchten wir 35.000 mal 7, also 210.000. Das wäre wieder unser gesamtes Erspartes quasi. Ja. Von daher bin ich da noch nicht ganz glücklich und 50 Level jeweils hochzuleveln, das bringt dann definitiv gar nichts. Also lasse ich das mal noch. Ach Gott, Alter. Allein 10 Level sind so arschscheiße teuer. Das ist einfach 2 Millionen Hero Souls. Wieso eigentlich 2 Millionen? Achso, ja klar, weil eben Level 20 alleine kostet ja schon 1 Million, ne? Also um genau zu sein, rein mathematisch, 2 hoch 20 wären ja 1.048.576. Jeder Informatiker kennt die Zahl auswendig, also ich bin jetzt kein Genie, dass ich die Zahlen auswendig kenne, sondern man lernt sie irgendwann. Ich kann euch quasi alle Zahlen bis 1024 runterbeten, also alle Potenzen von 2. Aber eben, es ist ja nicht nur das, was wir fürs Level 20 brauchen, sondern auch noch die Levels davor. Und alles summa summarum sind denn hier scheinbar halt diese 2 Millionen. Könnte ich eigentlich mal machen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also 2, 4, 8, 85, Spaß. 2, 4, 8, 16, 2, 3. Könnt ihr übrigens im Taschenrechner mitmachen? Im Taschenrechner könnt ihr einfach sagen, also müsst ihr praktisch auf die 2 drücken, dann auf Plus. Und dann einfach immer ist gleich drücken. Dann könnt ihr praktisch meinen Worten jetzt folgen. Challenge accepted. 2, 4, 8, 16, 2, 30, 4, 60, 128, 256, 512,
1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768. Dann kommt die 65536, auch eine sehr bekannte Zahl. Dann 131.072, ist schon extrem unbekannt, erwartet man kaum. Dann die 262.144, die ist noch unbekannter. Dann 528.288. Ja, und dann kommt halt die berüchtigte 1.048.576. Und wie gesagt, diese 1.048.576, die Zahl kennt eigentlich jeder Informatiker auswendig. Und die Zahlen bis 65.536, die kennt eigentlich auch jeder Informatiker irgendwann auswendig. Weil mit denen hantiert man halt einfach im Programmieren so häufig. Alleine zum Erstellen von Bitmasken oder ja, für andere Sachen. Ja, man kennt halt einfach irgendwann auswendig. Und was auch noch jeder Programmierer kennt, ist die Zahl 16.777.216. Also quasi 1.048.216. Genau mal 16. Das ist nämlich die Zahl, die man mit 24 Bit erreicht. Heißt also 2 hoch 24 ist dann diese 16.777.216. Ja. Ich liebe Streber zu sein. Okay, lassen wir das. Ja, wie gesagt, hier lohnt tut sich soweit nichts. Der Level-Thema, wir hängen immer noch nicht fest. Gut, ich weiß nicht, wir können einfach mal ein bisschen was rein... Scheiße. Wir können einfach mal, leck mich, ein bisschen was reinbuttern in die Dame hier. Das klingt gerade so falsch. Aber ich stehe drauf. Ah, ich meine, gut, so gut sieht sie jetzt nicht aus. Ah, kann man drüber streiten, vor allem, weil die Pixelgrafik ist. Siehst du, wie ist das eigentlich? Boah, jetzt bin ich aber mal, ne? Also wir machen jetzt mal, ich mache etwas, was ich eigentlich ungern mache. Immer noch Pixelgrafik. Weil die sind jetzt hier Vektorgrafik, ne? Und die hier, die, keine Ahnung, ob die nur als Pixelgrafik vorliegen. Mal ein bisschen ranzoomen. Wow, wow, wow. Immer noch Pixelgrafik? Schade eigentlich. Neuladen kann ich die Seite leider nicht, da geht unsere Combo verloren. Leider kann ich hier noch nicht irgendwie erzwingen, die Grafiken hier neu zu laden. Und dann in dem Fall halt neu zu rendern. Wo ist sie hier? Wobei hier sieht auch alles ganz schön verschwommen aus, ist also auch Bitmap. Schade eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob man an diese Grafiken so rankommt. Also klar, man könnte jetzt die SWF-Datei entpacken, weil eine SWF-Datei, also eine Shockwave-Datei, das, was hier von Flash geöffnet wird, ist ja quasi nichts anderes als, ja, stark vereinfacht wie ein ZIP-Archiv. Also ganz, ganz stark vereinfacht. Also es ist halt ein Containerformat, wo halt viele Dateien drinnen liegen und auch die Grafiken liegen dort ganz normal als Datensätze vor, die man natürlich extrahieren kann. Wo bin ich überhaupt gerade? Hä, wo ist denn jetzt das? Hallo? Ups, bisschen zu früh. Alter, wo ist der Cross-Scroll-Balken? Da. Aha. Da kommen wir der Sache schon näher. Da ist die gute. Ja, hier, wow. Rechtsklick bringt natürlich auch voll viel in einem Flash-Game. Wobei es ja mittlerweile echt Flash-Game gibt, die, ja, die halt Rechtsklick auch im Game nutzen, die also praktisch das Menü hier überbrücken. Nutzt aber kaum ein Flash-Game. Die meisten Flash-Games öffnen sich halt bei Rechtsklick dieses Adobe Flash-Menü. Kontextmenü. Ja gut, lassen wir einfach mal. Sonst werde ich hier noch als Grafikspanner hier abgestempelt, ne? Ronny guckt sich nackte Mädchen bei Grafiken an. Er hat die Crypto Final Fantasy installiert, nur um die Mädchen zu ist ja gut jetzt. Hab ich wirklich? Bitte was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. So, bitte wieder aus. Dankeschön. Nee, das hier. Das wollte ich mal gucken, ob sich hier irgendwas lohnt. Wir nehmen das mal jetzt etwas. Ja, hier, ne? Danke dafür. Also ich weiß nicht mehr, ob die Söldner irgendwann einfach ihren Geist aufgeben. Also, ne? Ich bin mal bei meinem Tablet mittlerweile Level 5600. Nein, 6000 noch was. Ach ja, ich habe gerade ascended. Könnte ich doch trotzdem gucken.
Entweder war ich irgendwas mit sehr hoch im 5000er Bereich oder ich war sogar schon im 6000er Bereich bei den Leveln. Nein. Statistik da. La la la. Doch, 6000er. Ich war schon Level 6250. Also habe heute echt viel geschafft. Jetzt habe ich vergessen, was ich irgendwie sagen wollte. Genau. Die Dinger hier. Trifft sich gerade gut, vielleicht kriege ich da einen. Bitte, lieber Herr, sei mir gnädig. Sonst knete ich nochmal deinen Arsch. Ja, das war dumm, ich weiß. Scheiße. Egal. Natürlich nicht. Ach, leck mich halt. Gut. Nee, aber ich hatte heute ein paar Mal, man hat ja manchmal mehrere Quests für eine und dieselbe Sache. Also zum Beispiel, dass man mal zwei Goldquests hat oder drei Goldquests. In der Regel sind es ja, wie gesagt, immer andere. Und ich hatte in der vorigen Aufnahme gezeigt, dass ich eine Quest, also ein Dingsmonster hatte, der tatsächlich zweimal genau das gleiche gebracht hat für verschiedene Zeiträume. Ne? Einmal eine Stunde und einmal acht Stunden und beide haben das gleiche eingebracht. Und seit diesem Typen kommen nur noch so eine. Nur noch. Ich hatte auch vorhin einen, der hatte drei Goldquests für drei Zeiträume und auch bei allen dreien den gleichen Geldbetrag nicht bekommen hätte. Da kann es sein, dass diese Viecher ab irgendwie Level 6000 oder sowas nicht mehr funktionieren. Dass sie da auf irgendeine Formel setzen, die ab 6000 den Geist aufgibt oder so. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir gerade echt verarscht vor. Wie gesagt, es ist seit heute Mittag, seit ich den einen Typen da hatte, den ich euch ja gezeigt hatte auch, seitdem nur noch so. Egal wie viele Goldquests ich zur Auswahl habe, wir haben immer den gleichen Geldbetrag. Also, jetzt nicht die Goldquests in. Also, wenn ich jetzt einen habe mit einer Goldquest und den nächsten mit einer Goldquest habe, die haben natürlich verschiedene Gewinne, aber innerhalb eines Söldners seine Auswahlmöglichkeiten, die haben immer den gleichen Geldbetrag. Und das ist irgendwie total beknackt. Ich weiß nicht. Ivy möchte mich das Spiel ärgern. So, zurück zu Söldnern. Was machen wir hier? Ja, die Auswahl ist, jetzt geht's hier auch schon los. Wobei, es sind ja wirklich die gleichen Quests. Also, ist auch blöd, aber es ist zumindest hier nicht. Naja, also, blöd ist blöd, egal wie blöd. Ernsthaft. Ja, wir haben mittlerweile 13.000. Ich weiß nicht mehr, was ich mit denen anfangen soll. Ich lasse die einfach da. Auf sowas kacke ich jetzt mal getrost. Alter, unser kritischer Schaden, der haut so abartig rein. Oh Gott. Eigentlich kannst du auch mit dahin. Ja, wir brauchen 3E7, also 370.000 Hero Souls. Halleluja. Achso, ich kann dich hier mal ein bisschen hoch. Pop. So. Danke. Oh, Goldkiste. Kam gerade wie gerufen. Ach scheiße. Boah, hat gerade mal für ein Level gereicht. Ernsthaft jetzt? Stimmt, ich habe gerade hier einen Söldner angenommen. Ha, lol. Nehmen wir mal die hier. Die bringt gerade nur das Zehnfache. Aber dafür kann ich die dann heute Abend schon einlösen. Und wenn ich heute noch ein bisschen idlen möchte, ist es ganz gut. Hier in 14 Minuten ist auch schon die nächste fertig. Also, heute kommen noch ein paar Quests rein, finde ich ganz geil. Die hier können wir mal noch nehmen. Ich weiß nur nicht. Warte mal ganz kurz. Also, wir haben noch ungefähr 20 Quests. 20 Level vor uns, bis wir auf den 200er Bereich kommen. Dafür bräuchten wir so ungefähr, naja, ich sag mal, mindestens 1E8. Schaffen wir das mit? Oh ne, eher weniger. Gut, dann lasse ich die mal noch ein bisschen zappeln. Ne? Warum sind meine Gedanken heute so männlich? Das ist eine fucking Karikatur.
Warum denke ich bei jedem zweiten Wort an irgendwas nicht Gesundes? Also, nicht jugendfreies. So, ansonsten hat sich noch irgendwas vergeben. Vergeben. Ergeben. RGB? Ich weiß nicht. Von irgendwas wollte ich noch berichten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Ingame war oder was anderes oder was es auch überhaupt war. Erstmal Käffchen. Erstmal Käffchen. Vielleicht fällt mir beim Käffchen trinken wieder ein. Donald Trump ist Präsident geworden. Nein, das war's nicht. Was war das, ne? Egal, entweder fällt mir jetzt in der Folge wieder ein oder ich sollte es mir mal aufschreiben. Ich sollte mir sowieso mal so Zettel machen, wo ich dann so welche Themen aufschreibe, die man so, über die man mal quatschen kann. Wir haben 3000 Hero Souls. Gibt's mir. Ich frage mich sowieso, ob es für die hier alle Vorlagen gibt. Ich meine, ja, das witzige Fun Fact bei Sid ist ja, dass die, es gibt ja das Clicker Hero 2. Wenn wir aber nicht spielen, bevor jemand fragt, aber bei Clicker Hero 2, da hast du ja nicht mal mehrere Helden, sondern du hast gerade nur noch einen Helden, den du ausrüstest. Sprich also, statt immer mehr Helden zu kaufen, kaufst du deinem einen Helden immer mehr Ausrüstungsgegenstände oder Kleidungsgegenstände. Und dieser Held ist Sid. Und ich weiß nicht, es gibt extrem viele Quellen, die bei Sid immer in einer männlichen Form reden. Dabei ist das laut Grafik, ich meine, die hat sogar eine Blume in den Haaren. Das ist doch ein Mädel. Aber in sämtlichen Texten wird immer so darüber gesprochen, als wenn es ein Junge wäre. Oder ich lese die falschen Texte. Welche Fanfictions? Hier. Nehmen wir mal Z. Klicker. Ja, hat sogar richtig mal geschrieben mit E. Ich lerne auch noch dazu. Okay, hier wird als Mädchen geredet. Ja. She upgrade ihr Click Damage. Die Frage ist, ob das ist das jetzt eine Vektorgrafik oder nee, das hier ist eine PNG, also keine Vektorgrafik. Aber die Frage ist, siehst du, können wir ja direkt mal bei ihr gucken. Nee, wer war das jetzt überhaupt? Die sieht so hässlich aus, war sie das? Wie viel haben wir gerade? Doch, das ist sie hier. Gott, vom Nahen sieht die ja so hässlich aus. Okay. Ja, der Helm passt doch ganz gut. Digga, was sind das bitte schon für Glubschauen? Ist das ein Insekt oder was? Alter, kannst du doch nicht bringen. So. Was guck ich eigentlich gerade? Jetzt gucke ich ernsthaft, ob die ganzen Grafiken als Vektorgrafik vorliegen. Das ist traurig. Vor allem, man kann es auch schneller machen. Ich öffne einfach mal ein neues Tab in Inkognito-Modus. Startet das Clicker Heroes. Und dann haben wir hier automatisch einen neuen Spielstand mit neuen Einstellungen, weil ja alles zurückgesetzt ist, weil im Inkognito-Modus gibt es keine Cookies. Also es werden keine gespeichert und es werden auch keine gespeicherten eingelesen. Wobei zweiteres bin ich mir nicht so sicher. Aber auf jeden Fall vorhandene Cookies von der normalen Session werden auf jeden Fall hier nicht eingelesen. Und die Session kann auch keine Cookies speichern. Das heißt also, wir haben hier wirklich eine ganz saubere neue Umgebung jetzt. Und sollte das Fenster schließen, ist diese Umgebung auch komplett weg. Deswegen ist das Inkognito-Modus immer ganz cool, um Sachen zu testen. Gerade so Flash-Games, wenn die irgendwelche Sachen automatisch gleich speichern. Wenn man das aber aus Testzweck nicht möchte, dann ist sowas im Inkognito-Modus immer ganz geil. So, und jetzt haben wir hier, muss ich mal kurz Vollbildmodus machen hier. Ja, mit Sound natürlich. Danke. So,
Das ist tatsächlich. Ja, nee, ist Pixelgrafik. Auch hier ist es immer noch gerade hier, die Dame. Ne? Sieht man hier alles schön hochskaliert. Sogar die 0. Ist klar, die 0 ist sowieso. Nee, ist keine. Ist eine Vektorgrafik. Das hier ist richtig Schrift. Aber die 0, die sieht so kantig aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das ein Font ist. Ja, auf jeden Fall hier, ne? Alles schön Vektorgrafik. Und sie sieht einfach aus, wie wenn ich mich fotografiere, einfach alles zensiert. Okay, die Hintergrundgrafik ist auch Bitmap. Ja. Schade. Ich finde es halt immer cool, wenn wirklich gesamte, also Spiele komplett als Vektorgrafik vorliegen. Verbraucht zwar mehr Rechenleistung, weil klar, da muss jede Grafik erstmal gerendert werden, bevor sie dargestellt wird. Der Vorteil ist aber ganz einfach, wenn ihr zu Hause ein, kennt ihr, ich meine, jeder von euch ist Gronkh und jeder zu Hause hat einen 20K-Monitor stehen. Ist halt geil, wenn man halt sämtliche Spiele einfach in beliebiger Auflösung spielen kann und sie immer halt scharfkantig gut aussehen, ne? Der große Vorteil von Vektorgrafiken. Aber hier macht man scheinbar so ein bisschen Hälfte-Hälfte. Manche Grafiken, dafür zum Beispiel, ist Vektorgrafik. Und manche Sachen, so wie das hier zum Beispiel, ist halt, naja, Bitmap-Grafik. Aber gut, wenigstens die meisten Sachen sind hier hochskaliert. Hier ist auch wieder richtig Vektorgrafik. Seltsam. Ja, wahrscheinlich wollten sie sich hier nicht zu viel Mühe geben, weil es hier zu viele Details gewesen wäre, gerade mit den ganzen Blumen und so. Vielleicht wäre das einfach als Vektorgrafik ein bisschen zu aufwendig gewesen. Keine Ahnung. So, bitte wieder. Hallo? Bitte wieder schließen, danke. Ah, gut. So, was ist hier schon wieder los? Unsere Quest. Ja. Ach. Ich hasse dich so sehr. Naja, zum Glück war da gerade eine 5-Minuten-Quest in Auswahl. Oh, ja, die Steuerungstaste war aktiviert. Danke dafür. Jetzt hat ein scheiß Level. Mann, ich will auch immer saubere Zahlen haben. Ihr Arschlöcher. Ihr habt keinen Sinn von Qualität. Hol ich mir das Ding hier noch? Ja, nein, vielleicht. Oh, hier kommt erstmal eine schöne Kiste. Yay, yeah, geht doch. Mir wäre 225 lieber. Aber vielleicht kriegen wir die. Nein, kriegen wir natürlich nicht. Scheiße. Na komm, drei Level kriegen wir noch. Dann hat er nochmal den vierfachen Schaden. Und dann hole ich mir das Ding hier. Dann haben wir nämlich hier fast ein E19. Ein E109. Nicht 19. Drei Level. Ob wir die noch schaffen? Achso. Ich wollte gerade sagen, es wird vor allem auch langsam, sehr langsam, aber ist hier gerade ein Boss. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich jetzt schon hier anfangen, hier unseren Super One zu wannen. Wobei wir immer noch nicht in neue Level vorgedrungen sind, ne? Wir haben noch keine neuen Kills bekommen. Wo waren wir denn bisher am meisten? Höchstes Level. 1300. Ne, ist gerade das aktuelle Level. Ah ja, klar, This Ascension. Ich brauche einfach nochmal lesen. Da. Level 1400. Na gut, bin ich ja fast dran, ne? Oh ja. Gut, das heißt also, wir kommen schon mal weiter. Ich hoffe ja, dass ich in der Ascension jetzt definitiv nochmal das Level. Wie gesagt, 20.000 einnehme. Weil, wenn ich das schaffe, dann könnte ich tatsächlich Glück haben. Also ich dann in der nächsten Ascension, die Gefahr. Ich rechne immer mit 4,7. Es sind ja nur 3,7. Das heißt, ich bräuchte genau genommen gerade mal 1,8 pro Ascension. Oh, da bin ich doch schon wesentlich näher dran, als ich dachte. Cool. Jetzt habe ich es vielleicht doch in zwei Ascensions. Das gefällt mir. Ja, Goldkiste. Wuhu. Dankeschön. 1, 2, 3. Und jetzt wird das Ding hier einfach mal, naja, fast 1,9. Leck mich doch. Aber auf jeden Fall schon das Vierfache, ne? Fast das Vierfache. So, sehr schön. Schöne Goldquest.
Und dich können wir jetzt um weitere 25 Level hochsetzen und damit nochmal vervierfachen. Das ist schön, so muss das sein. Okay, wollen wir irgendwelche Skills einsetzen? Ich weiß nicht, könnten wir einfach mal einfach so just for fun mal ein bisschen reinfeuern. Haben wir irgendwas erweitert? Ja, ne? Genau, kritischen Klickschaden haben wir erhöht, aber ansonsten nichts, ne? Gilded Damage, Chance von Boss, Damage Critical Clicks, Boss Verteilmer. Ne, Skills haben wir nichts gemacht. Gut. Das heißt also, die beiden bringen uns hier auch relativ wenig. Schade. Ich wollte einfach mal ein bisschen so während dem Video fast aktivieren. Oh, ein Boss. Boah, Alter, schon alle Balken weg. Hallo, tschü. Und weg ist er. Yay. So, wisst ihr was? Doppelte Effekt. Ja, komm hier. Bam, bam. Oh, easy. Oh. Hashtag läuft. Wenn nicht, wird es lauffähig gemacht. Oder so ähnlich. Oh, dann rocken wir mal ein bisschen. Dann kommen wir schon Level 1400. Dann haben wir quasi unseren alten Rekord schon gleich wieder gebrochen. Ich könnte brechen. So. Oh, was ist denn hier los? Das geht so aber nicht. Level 350, 400, 450 müsst ihr sein. Hier müsst 500 sein. Das sieht doch so scheiße aus. Das kauft doch keiner ab. Danke, 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 danke. Das Auge ist schließlich mit. So, easy. Perfekt. Okay. So, dann haben wir jetzt unser Rekord gebrochen. Wir waren ungefähr bei 14.002, ne? Ja, haben wir gebrochen. Oh. Okay. Aktuell. Ach nee. Ist es hier passt oder also haben wir geschafft oder allgemein? Wenn wir müssen. Okay, doch, ist die Frage. Heißt also, wenn wir hier. Weil das ist ja die Ascension, die wir gerade sind. Und hier steht aber die wir geschafft haben. Also die davor. Naja. So, was willst du von mir? Oh, geil, jetzt haben wir die nächste Kacke hier. Hä? Ich bin gerade mal das Doppelte von dem, was wir bereits haben. Ist ja nicht so schön. So, Collect und dann. Zum Glück sind es immer 5 Minuten, Dinger. Ist die Verschwendung nicht so hoch? Ich hätte lieber gerne Goldquests. Das sind gerade die einzigen Quests, die überhaupt irgendwas bringen. Weil Relikte und so einen Scheiß brauche ich alles nicht. Tja, ich glaube, mit dem vierten wird es dann echt nichts mehr, weil bis morgen früh, also bis zur Transcension, noch 20 Rubine zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Wobei, der Abend ist jung. Ich habe noch 3 Stunden mindestens, die ich wach bleibe. Ja, nee, in 3 Stunden kriege ich keine 20 Rubine zusammen. Das wird nichts. Schade. Außer ich habe so ultra super duper Glück und warum habe ich gerade eine 3E9? Sind wir so schwach oder was? Ah. Sieht doch schon besser aus. Danke. So, können wir die gleich mal nochmal hochleveln hier? Bap. Oh, scheiße. Mann! Warum braucht die Schrift so lange, bis sie merkt, dass sie dafür nicht reicht? Goddammit. Jetzt haben wir so eine Scheißzahl hier. 309, ey, was ist denn Dreck? Ich bin sauer. Ich will nach Hause. So. Wo alles andere passt, soweit. Ey, wisst ihr was, ganz ehrlich? Bup, bup. So, jetzt haben wir hier genau immer ab hier quasi immer 50 dazu. Ich weiß, ich bin bescheuert. So. Geht. 1, 7, ne, brauchen wir noch ein bisschen. Da war da gerade schon wieder ein Boss. So, was habe ich gesagt? Ich brauche ungefähr 1E8, ne? Ja. Ey, übrigens habe ich heute Dokumentation vom BER gesehen. Wo ich mir nur so dachte, danke dafür. Also, BER kennt wahrscheinlich keiner mehr.
Das war mal vor langer, langer Zeit ein Bauvorhaben, Berlin eines Flughafens zu bereichern. Ja, findet man vielleicht auch noch in alten Geschichtsbüchern. Müsst ihr mal gucken, bei Erste-Klasse-Stoff. Und hat man jetzt festgestellt, man hat unten so ein, wie hat man das Ding genannt? Mediakanal oder sowas, also praktisch ja, ein Gang, der sich durchs gesamte Gebäude zog, wo so Kabeltrassen drinnen lang liefen. Und die Kabel im BER, in dem Flughafen, müssen natürlich feuerfest sein. Das Witzige ist, die Kabels waren feuerfest, die Kabeltrassen, in denen sie lagen, waren auch feuerfest, der Raum selber war auch so semi-feuerfest. Das Witzige war nur, oder das Blöde ist vielmehr, dass die Kabeltrassen müssen irgendwie in der Wand fixiert sein. Und das macht man mit Dübel. Ne? Das sind quasi so, für die, die es nicht wissen, das sind so kleine, man muss sich das so vorstellen. Du hast praktisch, wenn du eine Schraube in die Wand anbringen möchtest, dann machst du erst ein Loch. Und das Loch machst du wesentlich größer als die Schraube, die rein soll. Und damit die Schraube dann im Loch hält, machst du noch so ein, ja, praktisch so ein ja, Plastikummantelung quasi für die Schraube, die praktisch den Zwischenraum zwischen der Schraube und dem Loch ausfüllt. Und wenn sich dann die Schraube festzieht, zieht sie das Ding zusammen. Damit wird das Ding dicker, weil alles, was sich zusammenstaucht, wird dicker, ne? Kennt man ja. Und damit drückt sich das Ding praktisch in der Wand, ja, teilt sich das Ding fest. So, und diese Dinger, die dort beim BER benutzt wurden, die waren aber nicht aus einem feuerfesten Material wie Stahl oder so, sondern aus Plastik. Wow. Das heißt also, es war alles schön feuerfest, nur diese Kackdübel nicht. Jetzt hat man festgestellt, naja, einfachste wäre, die Dübel auszutauschen. Problem dabei ist aber, andere Dübel als diese weichen Plastidübel halten in der Wand gar nicht, weil die haben keinen Beton oder so genommen, sondern Kalkstein. Also ein sehr poröses Gestein. Und Stahldübel, die würden halt einfach diesen, ja, diesen Kalkstein einfach nur zerbröseln lassen, ohne da drin Halt zu finden. Das heißt, man müsste praktisch gucken, wie das Ganze hält. La la la. Auf jeden Fall wollte man jetzt gucken, man musste entweder die Dübel austauschen oder was auch immer. Und da hat man sich jetzt überlegt, okay, man könnte einfach im Nachhinein sagen, die Plastdübel können drinnen bleiben. Man zertifiziert sie einfach im Nachhinein, dass sie feuerfest sind. Also so ein richtiger Arschloch-Move, wenn man verkackt hat, einfach im Nachhinein sagen, ja, das klappt auch so. Das Blöde dabei ist nur, um das zu zertifizieren, müsste man dieses Konstrukt nachbauen und testen, ob es auch wirklich funktioniert. Und das können sie nicht, weil die Deppen nicht nur Kalkstein verbaut haben, sondern auch im Nachhinein gar nicht mehr wissen, welchen Kalkstein sie verbaut haben. Das heißt, das Ganze ist nicht reproduzierbar. Heißt also, man weiß zwar, dass der Kabelkanal da unten nicht feuerfest ist, man weiß aber überhaupt nicht, mit was man es da überhaupt zu tun hat. Und das Problem dabei ist, da man nicht weiß, was das für ein Kalkstein ist, bleibt die einzige Alternative, die jetzt wirklich noch übrig bleibt, weil man kann nachträglich nichts mehr ändern, weil egal was man macht, um etwas zu ändern, muss man erstmal wissen, womit man es zu tun hat. Und das weiß man nicht mehr. Das heißt, jede weitere Sanierung oder Nachbesserung würde jetzt bedeuten, dass man das gesamte Steinkonstrukt abbauen müsste. Und da das aber der Hauptkern von dem gesamten fucking Flughafen ist, müsste man theoretisch den gesamten Flughafen abreißen. Ja. Das heißt, ja, BER ist nach wie vor nicht dafür geeignet, jemals betreten zu werden. Und ja, da habe ich heute gesagt, ja, habe ich heute halt Dokumentation darüber halt genossen. So, apropos genießen, irgendwie kommen wir hier nicht allzu viel weiter. Wir verdienen kaum noch Gold. Ich meine, wir kommen immer noch weiter, ne? Wir sind immer noch am fleißig am Leveln hier. Aber nächste würde erst in einer halben Stunde kommen. Und anderswo können wir hier keine Levels kaufen, weil das eine schon zu. Ja, bräuchte man fast das Doppelte.
Das heißt, komm mal hin. Danke. Manu! Fehlt wieder 3 Level. Immer fehlt 3 Level. Naja. Zumindest haben vorhin 3 Level gefehlt. Da war auch genau 200 oder irgendwas mit 22. Danke. Yay! Hardcore! Oh, noch eine Goldkiste. 2E11, also 111. Ah. Bullshit. Gut, dann würde ich mal sagen, dann war's doch mit der Aufnahme wieder. Wie gesagt, ich versuche diese Ascension noch ein bisschen weiter zu drücken. Und, vielleicht muss ich mal gucken, schaffe ich heute noch mal eine zweite anzufangen, weil mir fehlen ja bloß noch 400, also, ja, 400.000. Hä? Nee, 40.000 Hero Souls. Das sollte eigentlich machbar sein. Innerhalb der nächsten Stunde. Maximal, ja doch, also Stunde. Da hätte ich noch 2 Stunden, um die nächste Session anzufangen. Und die brauche ich auch, um wieder hier bis zu ihnen zu kommen. Damit ich ihn dann über Nacht idlen lassen kann und hochleveln kann. Damit ich dann morgen früh gleich auf sie umsteigen kann. Damit wir auch wirklich schön sauber durch können. Und dann, bis ich die Aufnahme mache, dann tatsächlich schon so weit sind, dass wir so viel zusammen haben, dass wir dann gleich die Transcension machen können. Hoffentlich passt das alles. Jo, gut. Das heißt, also für uns erstmal hier, ne, ist Feierabend. Ich machte mal, jo, stopp, die Pause, bumm. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Hoffentlich zur Transcension. Und selbst wenn nicht, dann zumindest auf die letzte Folge vor der Transcension. Jo, in dem Sinne, schau mit V.